das sogenannte Kalibrieren. Dabei werden die Teile nur noch geringfügig verdichtet. Neben relativ dichtem Sintermaterial hat man in der Technik auch einen Bedarf an besonders porösen Werkstoffen. Zum Beispiel als Filter in Ölheizungen oder zur Abwasserbegasung, zur Verteilung von Gasen und Flüssigkeiten in der chemischen Industrie und an Gasschweißgeräten als Flammensperre. Wie kann man nun diese porösen Werkstoffe und diese porösen Teile herstellen? Nun, solche Filter bestehen meist aus rundkugeligen Pulvern, damit genügend große Durchflussräume erhalten bleiben. Die klassische Methode ist das Schüttsintern. Man füllt zum Beispiel kugeliges Bronzepulver direkt in feuerfeste Formen und gibt sie in den Ofen. Das Ergebnis sind einbaufertige Filter. Filterkerzen und rohrförmige Filtereinsätze werden kalt isostatisch in Gummihülsen um einen Dorn bei Drücken bis 45, zum Teil sogar bis 60 kN pro Quadratzentimeter gepresst und anschließend im Vakuum gesintert. Ein wichtiges Merkmal von Sinterwerkstoffen ist also offenbar ihre Porosität.